Nächste Wortmeldung vom Herrn Abgeordneten Otto Bendel. Restredezeit 2 Minuten. Herr Präsident, Frau Bundesministerin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eingangs habe ich heute schon gesagt, ein sehr wichtiges Thema, aber es ist halt leider, dass man es sehr schwierig, sachlich und differenziert auch diskutieren kann. Aber lassen Sie mich nur einen Tag zurücksehen, als wir hier die Frage dieser bösen Erscheinungen in der heutigen Zeit weltweit, aber vor allem europäisch, aber auch national diskutierten. Wir alle sind angetreten, um die Demokratien zu schützen, um die offenen Gesellschaften zu schützen und haben über Terrorismus, Extremismus, Dschihadismus diskutiert. Und wir sind ein Teil des Staates. Und mein Vorredner hat gerade darauf hingewiesen. Und ich glaube, meine sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen, wenn es etwas Gutes gehabt hat, dann traue mir ich heute sagen, endlich einmal, dass wir 3 Stunden über Sicherheit in diesem Haus diskutiert haben, auch wenn es nicht einstimmig und auch wenn es nicht sachlich immer war. Aber endlich einmal ein Stellenwert in der heutigen Zeit, wo man sagt, es ist unsere Polizei. Und wir stehen zu dieser Polizei, liebe Kolleginnen und Kollegen, und geben wir der Polizei das Gefühl, dass wir ein Ganzes sind. Ich glaube, Sie haben es sich verdient. Und ich bin überzeugt, dass wir eine gute Arbeit hier auch für die Österreicherinnen und Österreicher leisten. Hier logistischer Art und Weise, in der Verwaltung, aber auch miteinander. Auch gegen diese Erscheinungsbilder der heutigen Zeit. Und ich meine, dass wir ausgehend von dieser Diskussion bei allem Verständnis, und ich will mich nicht wiederholen, jeder einzelne Fall, wenn er passiert ist, dann ist er zu viel. Aber gegen den Rechtsstaat, wir sind ein Teil des Rechtsstaates, wir haben ein Disziplinarrecht, wir haben ein Verwaltungsstrafrecht, wir haben das Strafrecht. Wir alle haben sich nach diesen demokratischen Grundprinzipen zu richten und wir stehen gemeinsam, ich glaube für die Mehrheit des Hauses zu sprechen, zu unseren Polizistinnen und Polizisten. Applaus.